Hallo, grüße euch. Herzlich willkommen zum Überblick. Ja, heute wieder mit einem strammen Programm, wobei etwas weniger passiert ist eigentlich als bei den letzten beiden Malen. Also diese letzten zwei Wochen waren vergleichsweise ruhig. Ja, wir sind ja eigentlich mit Bauernprotesten, glaube ich, reingestartet und gingen dann zu der großen Kontroverse über die AfD über, ne? Richtig. Und dagegen natürlich ist das jetzt etwas weniger, aber es sind dennoch, finde ich, einige recht spannende Sachen passiert. Mhm. Und ja, in dem Sinne starten wir wie immer bei unserem Überblickformat direkt freudig hinein ins Getümmel und starten mit Verzeihung. Ich dachte, ich sei der Einzige hier mit Husten-Rachenproblemen, mit einem Rachenputzer-Bonbon. Das ist auch so ein Ding bei so Nachrichtensendungen, dass man dann immer so, wenn dann irgendwelche, wenn man aus der Professionalität rausfällt, wenn man irgendwie sich verschluckt oder hustet oder so. Okay, schauen wir mal rein. Und zwar ist das erste Thema Putin. Kurz auf unsere Kamera. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen näher kommen. Du zu mir. Jetzt kannst du noch ein bisschen näher kuscheln. Ja, traum mal. Schön. Und ja, genau, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Das war halt jetzt so eigentlich das große Thema in den aktuellen Nachrichten. Putin hat mal wieder ein Interview gegeben, und zwar mit Tucker Carlson, einem US-amerikanischen Journalisten. Und generell habe jetzt diese zwei, ich glaube, ging zwei Stunden das Gespräch, die habe ich mir jetzt nicht gegeben. Zwei Stunden sieben. Zwei Stunden sieben. Du hast dir die angeguckt? Nee, ich habe bislang noch reingeschaut. Ich finde das auch recht spannend, weil, wie du ja schon gesagt hast, oder du hast es, glaube ich, formuliert, hat mal wieder ein Interview gegeben. Mhm. Ich finde das recht interessant, weil Putin ist ja eigentlich jemand, der sehr, sehr wenige so ausgiebige Interviews gegeben hat. Ich finde das ganz interessant, weil das ja immer so einer recht stringenten Formel folgt. Also gerade auch mit seinen historischen Ausführungen. Ich hatte mir so eine kleine Zusammenfassung angeschaut und so die ersten 10 Minuten mal reingeguckt. Und er hat wohl auch wieder sehr, sehr lange dann über den geschichtlichen Werdegang Russlands und des aktuellen Konflikts gesprochen. Und vor allem, was hier ja, glaube ich, auch recht spannend ist, ist seit dem Krieg mit der Ukraine, ist das auch das erste Interview, was er jetzt mit einem US-Journalisten geführt hat, und dementsprechend ist das ja auch ein ziemliches Novum, die ganze Geschichte jetzt. Aber ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, morgen, übermorgen, wenn ich die Wohnung aufräume oder spüle oder Socken zusammenlege, für sowas ist sowas eigentlich immer ein recht gutes Hintergrundprogramm. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn das im Vorfeld passiert wäre, aber da sind wir nicht dazu gekommen. Ja. Trotzdem, wir schauen mal rein, was ich glaube, in dem Fall der Spiegel so darüber berichtet, und können dann nochmal tiefer darauf eingehen. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? Wladimir Putin hat sich erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine von einem US-Journalisten befragen lassen. Das ist auch dieses Zitat, was sehr, was die nehmen ja, wenn so ein Zwei-Stunden-Ding, dann nehmen die immer eine Sache raus, das eigentlich dann immer wieder wiederholt wird, so eine Schlagzeile, die dann prädestiniert vorgetragen wird, und das ist halt in dem Fall die Schlagzeile, also dass er jetzt halt sagt, okay, wir würden halt Polen nicht angreifen, und dann gibt es halt so eine Gegenzitierung immer, ja, dass man ihm jetzt da keinen Glauben schenken solle, sondern dass es halt auch sein kann, dass es passiert. Was mir auf jeden Fall in den Ausschnitten direkt aufgefallen ist, und was ich halt, also man merkt halt wirklich so diese Nähe, also schon in den ersten Sekunden eigentlich, aber man merkt so ein bisschen diese, dass es ein sehr freundliches Gespräch ist, kein so distanziertes Gespräch oder so, sondern man merkt einfach die Nähe von den beiden Personen zueinander, die dieses Gespräch führen. Ja, was ich recht eindrücklich, zumindest in dem Ausschnitt jetzt gerade finde, ist, dass Tucker Carlson sich optisch immer mehr in die Richtung einer Mischung aus Milley und Trump entwickelt. Na gut, das passt ja auch, oder? Ja.
lassen. Das gut zweistündige Gespräch mit dem Idol der US-Rechten, Tucker Carlson, wurde zu Putin-Propagandashow. Der Kreml-Chef sagte im Video mit dem Tucker Carlson Network, er sei sogar zu Gesprächen mit US-Präsident Biden bereit, unter einer Bedingung. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Der offenbar schlecht. Das hat auf jeden Fall nicht unrecht, weil die Ukraine dann einfach kollabieren wird als Staat. Aber gut, das ist halt was, was immer eine Kriegspartei sagen kann. Ja, ja. Wenn die andere aufgibt, dann ist der Krieg vorbei. Ja, das ist ja auch eine Selbstaufgabe, wäre das ja. Das ist ja klar, die Ukraine ist ja komplett abhängig von diesen Waffenlieferungen, wie du schon gesagt hast, speziell von den US-Waffenlieferungen. Sonst könnten die das ja nie so realisieren. Ja, absolut Nightmare, dass, was jetzt die Inszenierung angeht, das finde ich auch recht spannend mit diesem kleinen Tisch und wie du auch schon gesagt hast, wie sie jetzt da zusammensitzen. Weil es gibt ja auch wirklich ganz andere Interviews, wo versucht wird, eben dieser Unterschied vom Putin gegenüber jetzt den Interviewern darzustellen. Und ich finde das auch ganz interessant, in welchem Kontext das ja jetzt gerade abläuft, weil mit, der starken Möglichkeit einer erneuten Trump-Kandidatur für die Republikaner und auch der Stimmung innerhalb der Republikanischen Partei zeichnet sich ja auch gerade ein starker Konflikt über die Unterstützung der Ukraine ab zwischen eben Liberalen und Rechten in den Vereinigten Staaten, weil die Republikaner ja immer mehr in eine Richtung gehen von keine weitere Unterstützung der Ukraine und eigentlich ja so ein bisschen zufrieden sein mit dem, wie man jetzt Russland dort auch abgenutzt hat, beziehungsweise auch teilweise pro-russische Position, die es jetzt innerhalb der Republikanischen Partei gibt. Und da ist das natürlich ein ziemlich starkes Signal an eben viele in der US-amerikanischen Rechten, die ja Tucker Carlson auch sehr schätzen, eben ja da auch in eine pro-russischere Richtung zu tendieren. Zu Tucker Carlson kommen wir gleich nochmal kurz im Anschluss, weil das ja jetzt eine wichtige Frage ist, was ist das für eine Person, die so ein Interview führt? Aber generell, Sadi, du hast ja geschrieben, okay, ist es eigentlich ausgeschlossen, dass Russland ein NATO-Land angreift? Ich würde sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Also das ist halt ein Szenario, was von den NATO-Ländern und in den NATO-Ländern sehr, sehr stark propagiert wird. Dass das, wenn man sich hier einfach die Medien verfolgt, dann denkt man natürlich, okay, da steht eigentlich vor der Tür, fehlt nur noch ganz wenig dazu, dass das passiert. Und dieses Szenario wird ja auch nicht vernünftig beleuchtet, weil ein Angriff von jetzt Russland auf ein NATO-Land würde halt einfach einen dritten Weltkrieg auslösen, so instant. Also würde halt instant eigentlich fast in einem Atomkrieg münden, das ist, denke ich, klar. Und deswegen ist das auch ein Szenario, was ja unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist. Also es ist schon denkbar, dass sowas passiert, das ist dann halt nur vermutlich unser Untergang. Ja. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, der große Unterschied. Nightmare, du hast es ja auch angesprochen, das stimmt natürlich. Die Ukraine wurde ja auch eine Woche nach der Dementierung eines Angriffs angegriffen. Aber eben der große Unterschied ist natürlich bei einem NATO-Land, dass der Bündnisfall dann eintritt. Ja. Wird Russland eben jetzt auch einen von den baltischen Staaten oder Polen angreifen? Wobei es ja mit den baltischen Staaten eigentlich noch wahrscheinlicher ist als jetzt mit Polen. Dann würden wir natürlich in eine offene Konfrontation kommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade bei den baltischen Staaten, dass Russland da ja jetzt noch über die russischen Minderheiten im Land eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit hat, weiterhin eben über Softpower Einfluss zu nehmen. Mhm. Und vielleicht ist da auch die Frage, ob es überhaupt jetzt strategisch in dem Sinne wäre, weil alle baltischen Staaten und gerade ja jetzt auch nochmal Estland, das fand ich auch sehr krass, als ich selber da war, da ist mir das sehr stark aufgefallen. Beispielsweise die Hauptstadt Tallinn ist, glaube ich, zu 40-45% russisch bevölkert. Mhm. Und auch in vielen anderen Landesteilen gibt es eine sehr große russische Bevölkerung. Und da ist natürlich die Frage, solange halt die Bevölkerung noch so stark dort integriert ist in die Staaten und es noch nicht zu so einer offenen, zu so einem offenen Separatismus wie im Fall von der Ukraine kommt, ob es überhaupt strategisch sinnvoll wäre, diese Staaten anzugreifen. Und das vielleicht noch dazu.
Ja, Nightman, du schreibst ja auch, dass ein Angriff nicht rational wäre von Putin, aber dass der Angriff auch auf die Ukraine auch nicht wirklich rational war. Also wir haben ja auch damals gesagt, wo das so im Raum stand, dass es passieren könnte, dass wir es für sehr unwahrscheinlich halten, dass es passiert, weil es tatsächlich einfach sehr viele Gründe dagegen gab, dass das passiert. Aber in dem Fall, es gibt eigentlich fast nichts, was dafür spricht, weil das... Sowas kann halt passieren, aber eher aus so einer Art von Blackout-Situation oder so. Also zum Beispiel während des Kalten Krieges damals gab es ja eine Situation, wo es fast zum Dritten Weltkrieg gekommen wäre, zu einem atomaren Erschlag auch gekommen wäre, weil es halt so ein technisches Problem gab und dann halt die Gegenseite gedacht hat, okay, wir werden halt angegriffen. Ich glaube, das war dann... Wir werden von den USA angegriffen und in der Sowjetunion gab es dann halt eine Befehlsverweigerung, wo dann halt nicht der Normalfall gemacht wurde, dass dann halt direkt gegengeschlagen wurde, sonst hätte es halt eben diesen Atomkrieg gegeben. Und sowas kann halt immer passieren natürlich, dass durch so eine Kette von Ereignissen, auch teilweise durch Zufälle oder durch Aggressionen, dann einfach Dinge passieren, die dann aber als geplante Strategie jetzt wirklich das NATO-Bündnis anzugreifen, das halte ich für ausgeschlossen eigentlich. Ja, und ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich in manchen Punkten, ich war ja auch eigentlich, hatte ja so einen ähnlichen Fehler wie Sarah Wagenknecht damals gemacht, dass ich kurz vor eigentlich noch ganz, ganz groß in irgendeinem Stream, das ist schön, dass das sich nicht die gleiche Öffentlichkeit, Gott sei Dank, da haben wir ja irgendwie noch groß gesagt, ja, das kann auf keinen Fall, das wäre total wahnsinnig. Aber jetzt im Nachgang würde ich auch, glaube ich, noch ein bisschen korrigieren, auch zu dem, was jetzt dazu gesagt wurde, dass es auch gute Gründe in einem staatlichen, imperialistischen Sinne für eben den Angriff auf die Ukraine gab und auch einfach viele Sachen, die das begünstigt haben, wie beispielsweise, dass die Ukraine noch nicht in dem NATO-Verteidigungsbündnis war, dass gerade die demografische Situation eine der letzten war, wo wirklich ausreichend männliche, junge Bevölkerung da war, um eben auch so einen Krieg zu führen, dass eben das ein riesiges Problem gewesen wäre von der Landesverteidigung, eben einfach wegen den Karpaten im Westen der Ukraine und solche Geschichten. Also dass es einfach schon einige gute Gründe dann dafür gab, auch die Ukraine anzugreifen. Aus der Sicht des, russischen Imperialismus natürlich nicht aus unserer Sicht. Das, nicht, dass das jetzt auch dann irgendwann mal zu einem Zitat von mir wird. Ja, man weiß ja nie, wer hier mal reinstolpert und dann einfach einen Satz hört und denkt so, what the fuck. Ja, das stimmt. Das ist auch immer das große Problem, vor dem Gegenstandpunkt Autoren in den Streams von 99:1 stehen. Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal weiter. Nicht vorbereitete Carlson ließ Putin vollkommen unkritisch zu Wort kommen. Für den Kreml-Chef eine willkommene Bühne, um vor der Präsidentenwahl am 17. März einmal mehr den starken Mann zu geben. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. Am Ende des Gesprächs stellte Putin noch eine mögliche Freilassung des inhaftierten US-Journalisten Yuen Gershkovich in Aussicht. Unter Bedingungen, versteht sich. I do not rule out that the person you refer to, Mr. Gershkovich, may return to his motherland. By the end of the day, it does not make any sense to keep him in prison in Russia. We want the U.S. Special Services to think about how they can contribute to achieving the goals our Special Services are pursuing. We are ready to talk. Der Kommunikation kommende Bühne, um vor der Präsidentenwahl am 17. Genau, also ich finde wirklich, man kann sehr deutlich sehen in dem Interview, also klar, ich finde auch, man muss jetzt halt ein Interview auch mit so einer Person wie Putin, mit so einem Diktator wie Putin, muss man jetzt halt nicht so führen, dass man den halt alle 2 Sekunden ins Wort fällt und halt irgendwie probiert halt den komplett irgendwie gar nicht reden zu lassen und dann halt irgendwelche Vorträge zu halten, warum er halt so ein böser Mensch ist, das wissen halt die meisten. Aber das halt in dieser Form so zu führen, also wo halt wirklich so ein Kriegstreiber, so eine
so ein Diktator sich so darstellen kann und du wirklich merkst, also du merkst die ganze Zeit, wie geil sich dieser Trucker halt fühlt, dass er auf der einen Seite dieses Interview führen kann, also wirklich so, oh geil, guck mal hier, ich sitze mit dem großen Putin hier und halt wie nah er sich dem Ganzen fühlt, wie er halt dann entweder so ganz so, oh ja, diese weisen Worte, also nur in diesen kurzen Ausschnitten schon, ne, oder halt wirklich auch so lachend und scherzend und von seiner ganzen Körpersprache, das ist schon arg widerlich und ja, ich glaube, lass uns auch nochmal dann zu Tucker Carlson selber jetzt kommen, weil ich finde, da kann man dann auch so ein bisschen verstehen, warum und wie das jetzt auch gekommen ist, weil ich denke, dass man dazu sagen muss, Putin wird sich, glaube ich, in der jetzigen Situation einfach auch mit niemandem treffen und kein Interview geben, wenn er Angst hätte, dass er kritische Nachfragen bekommen wird, weil ich meine, man muss sich ja auch die unfassbar angespannte Situation in Russland selber vorstellen. Der Protest wächst ja auch sogar von eigentlich vor rechten Leuten, die eine Pro-Kriegsposition hatten oder generell auch Teilen, die eine Pro-Kriegsposition haben, beispielsweise aufgrund von der von den hohen Kriegsopferzahlen, von der langen Zeit, die Männer an der Front verbringen müssen. Ja. Und ich glaube, da wird es einfach gar nicht sonst zu einem Interview kommen, wenn man tatsächlich vermutet, dass es kritische Nachfragen gibt. Und dazu, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber würde mich auch nochmal interessieren, wo das Interview stattgefunden hat. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwo, das Interview wird ja wahrscheinlich in Russland so abgehalten worden sein, dann ist man ja erst recht nicht dazu bereit, dort kritische Nachfragen zu stellen. Ja. Und ihr schreibt es auch schon so, also der Kommentar auch vom Spiegel war so ein bisschen naiv, als wenn jetzt halt dass dann kritische Nachfragen kommen würden. Und es ist, man muss das auch wirklich, ich würde das halt auch als Punkt gewinnen für Putin in dieser Propagandaschlacht, die von beiden Seiten geführt wird, auch werten. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Mhm. Er ist ja wirklich gut darin, wenn er in so einer Show sitzt, dann halt auch sich als dieser schlaue Staatsmann darzustellen und halt als auch eine Figur halt sich dahinzustellen und Sachen dann auch, wie du es halt schon gesagt hast, auch historisch gut zu argumentieren oder so, oder erstmal vermeintlich gut zu argumentieren. Und und da hat einfach die US-Rechte ihm da halt dieses Forum bieten können über den Einfluss, die mittlerweile haben, weil dieser Tucker Carlson ist halt extrem groß. Das ist halt echt krass. Mhm. Also wie relevant der Typ ist, was für riesige Kanäle der hat. Und ja, gibt es ja auf jeden Fall auch, hier steht es ja schon im Wikipedia-Artikel, teilweise spannende Thesen von ihm mit bis hin zu Besuch von Außerirdischen, die er da vermutet. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er immer mehr in so eine Alex Jones Verschwörungstheorie Richtung tendiert und was ich ganz spannend finde, auch mit seinem Rauswurf aus Fox News, also ich musste auch immer an, wie heißt hier nochmal, unser ehemaliger Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und seinen eigenen Aufbau von jetzt dem Reichelt-Medienimperium denken. Genau das gleiche finde ich, sehe ich dann auch so ein bisschen mit Tucker Carlson, was Tucker Carlson, glaube ich, nochmal deutlich radikalere Positionen vertritt. Mhm. Und er war ja auch so bei den US-Republikanern mit natürlich noch anderen Personen da der radikalen Rechten, der auch vor allem öffentlichkeitswirksam eigentlich am meisten diesen Rechtspush und auch diese weitere Bewegung in Verschwörungstheorien des republikanischen Lagers losgetreten und auch öffentlich vertreten hat. Mhm. Schieb uns mal die Kamera noch ein bisschen mehr zurück, damit wir nicht ganz so krass abgeschnitten werden beim Reden hier, ist schon ein bisschen besser, ne? Ja, aber ich glaube, zu Besuchen von Außerirdischen habe ich tatsächlich noch nie was von ihm gehört. Das muss man sich vielleicht mal die Belege angucken, das würde mich mal interessieren. Ja, da steht jetzt auch nichts direkt, direkt drin, aber genau, vielleicht soweit einmal im Groben zu diesem Thema. Ich denke mal, wir können dann weitergehen. Ja. Und zwar zu einem Thema, was auch verwandt ist mit dem, was wir gerade behandelt haben. Und zwar reden wir noch ein bisschen über Ungarn. Dort gibt es jetzt so aktuelle Medienberichte, auch im Kontext, denke ich, von dem großen
Demonstrationsereignis, was ja jetzt auch dieses Wochenende stattgefunden hat, dazu kommen wir gleich nochmal, da gibt es ja einen jährlichen Nazi-Aufmarsch und so, ja, Nazi-Wanderungen, historische Nazi-Wanderungen, wo dann immer große Gegenproteste auch gibt, oder Gegenproteste auf jeden Fall. Und ja, hier gibt es einen Artikel, eine Auseinandersetzung, dass es hier die Wünsche von den Nazis gibt, ein Großreich zu errichten. Ja, da gab es ja jetzt auch Verlautbarung darüber, was passieren würde, wenn Russland eben die Ukraine besiegt. Und da gibt es eben von ungarischen und rumänischen Rechtsradikalen gab es jetzt dann Verlautbarung, dass, wenn das so wäre, man ja auch Teile der Ukraine dann verwalten beziehungsweise irgendwann annektieren könnte. Hm. Weil das sind jetzt keine irgendwie super signifikanten Bevölkerungsteile der Ukraine, also ungarischstämmige und rumänischstämmige. Also ich glaube, da bewegt man sich jeweils bei so circa unter 1% der Gesamtbevölkerung, was die ethnischen Minderheiten angeht. Nur in der Westukraine gibt es dann wirklich Teile, also so kleine Landstriche, die dann mehrheitlich von denen bevölkert sind. Und da hat man dann eben gesagt, wenn das so weit wäre, dann und die Ukraine sowieso nicht mehr ein lebensfähiger Staat wäre, dann könnte man doch diese Teile annektieren. Und ich glaube, dazu muss man dann auch sagen, dass gerade im ungarischen und im rumänischen Rechtsradikalismus eben dieser Irredentismus, also dieser Wunsch nach der Heimholung verloren gegangener Gebiete eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Weil wir sehen ja auch da hinten, kannst du vielleicht noch einmal hochscrollen, auf dem Banner der ungarischen Nationalisten eben so ein Bild von dem Großungarn. Also das ist ja in Rot eingeteilt, das aktuell existierende Ungarn. Und der Rest ist dann eben das historische, beziehungsweise das, was man als das ideelle Großungarn ansieht. Weil die Sache war ja die, dass nach dem Ersten Weltkrieg Ungarn der Staat war, der auch am meisten Gebiet verloren hat. Mhm. Also wo das am stärksten noch vor jetzt Österreich, Deutschland, gut, beim Osmanischen Reich und der Türkei kann man jetzt dann streiten, ob die es noch schlimmer getroffen hat. Aber Ungarn hat wirklich die sehr massive Gebietsverluste gehabt, mit Gebieten, wo dann auch eben ethnische Ungarn wohnen. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, das wird, glaube ich, auch in dem Artikel angesprochen, eben, dass es da dann natürlich auch einen Konflikt mit rumänischen Rechtsradikalen gibt, weil der größte Teil des verlorenen ungarischen Gebietes befindet sich auch in Rumänien. Das ist nämlich das berühmte Transsilvanien, da wo die ganzen Vampire für uns Westeuropäer immer herkommen. Das ist nämlich mehrheitlich von Ungarn, also ungarischstämmigen Rumänen, bewohnt. Und finde ich auch ganz spannend, was für eine große Rolle das in ungarischer Politik gerade nochmal spielt. Orban ist beispielsweise jemand, der zeigt sich dann auch ab und zu mit Bildern, Insignien oder Fanschalen, auf denen dann Großungarn mit Transsilvanien beziehungsweise in anderen Teilen, also in Serbien und Kroatien gibt es auch noch Gebiete, die stark ungarisch bevölkert sind. Das ist richtig krass. Bildet er sich dann damit ab. Und das ja, ist tatsächlich noch sehr bestimmt in der aktuellen ungarischen Politik. Ja, die Aufarbeitung vom Faschismus in Ungarn ist ja auch so nicht gleich null, aber schon sehr, sehr marginal. Und ich finde das, stimmt. Das auch sehr interessant, dass für die deutschen Nazis ja das kaum noch eine Rolle spielt. Also sicherlich vielleicht intern oder so, aber ganz am Anfang von so ja, von so einer Reorganisierung von Neonazi-Strukturen in Deutschland, da hat es ja noch eine größere Rolle gespielt, also dass man diese Gebiete abtreten musste in Polen. Und jetzt ist es ja wirklich, man hört das ja gar nicht mehr. Also ich habe das schon ewig nicht mehr von auch expliziten NS-Nazis gehört, dass man da halt die ehemals deutschen Gebiete halt zurückhaben möchte. Gibt es sicherlich noch, aber es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Narrativ geworden. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das mehr noch so ein, ja, manchmal so eine Art Symbolik ist, mit der man sich irgendwie schmückt. Dass man Überbleibsel dann, auch einfach, ne? Genau, irgendwie mal einen Pulli trägt, in den dann Deutschland noch mit den Grenzen von der Maas bis an die Memel irgendwie dargestellt wird. Mhm. Oder dass man dann einfach so
ja so ein bisschen meme-mäßig als Neonazi von bei Ostdeutschland, von Mitteldeutschland spricht. Solche Geschichten. Aber ich glaube, der Unterschied, den man auch sehen muss, wenn wir jetzt hier von Großrumänien, Großungarn sprechen oder auch so Sachen wie Großserbien, dann sind das einfach auch Nationalismen, die tatsächlich auch auf eine noch bestehende Bevölkerung in diesen Gebieten zurückgreifen können. Jetzt bei Deutschland, natürlich haben wir auch beispielsweise in Belgien noch deutsche Exklaven. Natürlich haben wir im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, mit den Österreichern und mit dem Großteil der Schweizer natürlich auch Deutsche. Aber das sind natürlich jetzt tatsächlich historisch gewachsene bestehende Staaten. Und mit den ganzen Sachen, die man dann irgendwie in Polen auch noch so hat, da wohnen ja einfach nur noch sehr, sehr marginale deutsche Minderheiten. Und da spielt das natürlich noch eine viel größere Rolle. Deswegen, und hat auch einen realeren Anspruch darauf. Ja, und diese ganze Nachricht steht auch, denke ich, gut im Zusammenhang mit unserer nächsten noch Teilmeldung, die da noch mit reinkommt. Und zwar gab es ja wieder Proteste gegen diesen Neonazi-Folklore-Wanderungen, die dort in Budapest, Ungarn stattfinden. Und das ist, finde ich, prinzipiell erstmal interessant. Wir gucken uns jetzt erstmal vielleicht die Bilder an und dann erzähle ich gerne was ein bisschen noch zu den Hintergründen und so. Das ist ein italienischer Bericht, weil tatsächlich ist gerade in Italien eine sehr große Berichterstattung gibt, weil es ja auch eine Genossin aus Italien dort vor Gericht steht. Auch Deutsche, aber deutsche Medien interessieren sich irgendwie nicht dafür, aber italienische sehr. Deswegen italienischer Bericht, auf Deutsch habe ich tatsächlich auch gar nichts gefunden dazu. Ja, also man sieht vielleicht auch schon so im Ansatz, hier ein deutsches Transparent. Also das ist immer eine sehr, sehr internationale Demonstration gegen, ich kann es ja auch einfach mal im Hintergrund ohne Ton laufen lassen, eine sehr, sehr internationale Demonstration gegen diesen Aufmarsch. Da sind dann Leute aus Deutschland, zum Beispiel unser Genosse Sechser war ja auch da. Ja, echt stabil da runterzufahren in der Situation gerade. Dann halt, ich glaube, auch tschechische und polnische Genossinnen aus Griechenland sind auch immer Leute da. Und das ist auch interessant, weil das Event von Nazi-Seite aus ist ja auch sehr, sehr international geprägt. Und das Ganze steht eben im Kontext. Und deswegen finde ich es auch an und für sich eine wichtige Sache, dass das stattfindet, diese Proteste. Von einer sehr, sehr schwachen bulgarischen Linken, upala, für aus Versehen bei Lanz gelandet, im Kontext von einer sehr, sehr schwachen Linken dort in diesem Staate. Und die haben sich tatsächlich über die Proteste gegen diese Nazi-Geschichte auch besser aufstellen können. Also ich glaube, ganz am Anfang, wo das losging, haben die da irgendwie mit 10, 20 Leuten begonnen. Jetzt sind mittlerweile diese Demos immer so 200 bis 300 Leuten mit eben internationaler Unterstützung. Also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig riesig. Aber eben in einem Staat, der sehr, sehr rechts geprägt ist, eine wichtige Sache. Und gerade im Kontext dessen, es gab ja letztes Jahr dann, gab es ja Angriffe auf Nazis, die an dieser Nazi-Aktivität noch stattgefunden haben, und dabei wurden ja Leute, Genossinnen dann halt eben festgenommen und stehen jetzt halt eben auch aktuell vor Gericht und wurden da ja auch sehr martialisch vorgeführt mit Fußfesseln und wie halt irgendwelche Massenmörder da dargestellt. Und auch bei der Demonstration hier gab es halt auch Bilder, wie halt Bullen, die Demonstration begleitet haben, die ganze Zeit so mit auf der Pistole, Hand auf die Pistole liegend, da langgelaufen sind. Und da merkt man schon, das ist eine andere Gangart, die in diesem Staate gegen links vonstatten geht. Von daher umso wichtiger. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man das dann eben schafft, auch so einer internationalen Vernetzung von Faschisten dann eben auch
eine internationale Vernetzung vom Antifaschismus entgegenzustellen. Mhm. Ja, Nightmare, du fragst noch, ob das, ob Großmachtfantasien nicht bei allen Autoritären zurzeit woke sind wie bei Putin oder Erdogan. Und ich glaube, wie gesagt, man muss da echt genau das im Kopf behalten, dass es auch eine reale Basis dafür geben muss. Also das hat was damit zu tun, ist es kulturell überhaupt ansprechend für die Leute von so einer Großmacht zu träumen? Also ist das kulturell überhaupt noch verankert, dass das irgendwie in dem Nationalismus Sinn macht oder vor Ort anerkannt ist? Und wie gesagt, es braucht natürlich auch die reale Basis, dass man sich entweder auf ein altes imperiales Großreich beziehen kann, wie jetzt im Fall der Türkei auf das Osmanische Reich, was sehr lange eben die Identität geprägt hat, oder ob man eine reale Basis von ethnischen Minderheiten, die jetzt dem eigenen Volk zugerechnet werden, in einem anderen Staat hat, worauf man dann überhaupt Anspruch erheben kann. Oder natürlich in so einem Fall wie Serbien mit Kosovo, wo dann dieses Gebiet nach und nach ja, kulturell noch anders geprägt wurde, aber es halt eine sehr große historische Signifikanz hat, wie beispielsweise wegen der Schlacht gegen das Osmanische Reich. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass uns dann genau, vielleicht noch die Frage von Fosco, bevor wir weitergehen, ob wir glauben, dass Ungarn wie Polen die Fascho-Regierung wieder los wird. Finde ich schwer zu sagen. Ich glaube, dass in Ungarn das Ganze ein bisschen fester noch im Sattel sitzt, als in Polen das der Fall war. Klar, da gab es auch sehr, sehr weitreichende Veränderungen vom politischen System in Polen, die halt auf dann diese rechte Regierung zugeschnitten wurde, um zu versuchen, die Macht auch auf Dauer halt zu halten, also in der speziellen Bereich von den Gerichten und so. Aber in Ungarn habe ich den Eindruck, dass es noch weit, viel weitreichender geht. Und was vor allen Dingen wichtig ist, dass in Polen es eine viel, viel stärkere Linke gibt, eine sehr gut organisierte Linke gibt und auch einen generellen größeren Widerstand der Gesellschaft gegen diese rechte Regierung gab. Und in Ungarn gibt es das sicherlich auch. Aber ihr seht ja schon an der Mobilisierung, das ist so das zentrale Nazi-Event. Und dann kommen da halt vielleicht 100, 150 Leute aus Ungarn und der Rest kommt halt international aus verschiedenen Ländern, um das zu unterstützen. Von den 250 Leuten, da ist also, man sieht daran schon, dass es nicht so gut aufgestellt ist. Ja, absolut, dem würde ich auch so zustimmen. Ich glaube, gerade auch diese Geschichte mit Korruption und oligarchischen Verbindungen innerhalb des ungarischen Staates deutlich stärker als in Polen. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich glaube auch, was jetzt eben die Abwahl von eben der Peace angeht und ja, im Endeffekt die Beseitigung jetzt von der Peace-Regierung, dass das auch viel mit der Stärke der Auslandspolen zu tun hatte. Mhm. Also in Polen gibt es ja eine sehr, sehr große Diaspora, die einfach auch recht stark liberal und links geprägt ist. Es gab natürlich auch starke Versuche der Verhinderung, gerade was jetzt die Auslandswahl angeht. Das ist jetzt beispielsweise was, was ich auch nicht weiß, wie, ob das bei Ungarn überhaupt eine Möglichkeit ist, auch aus dem Ausland zu wählen. Und vor allem habe ich auch im Gegensatz jetzt zu der polnischen Diaspora deutlich weniger von der ungarischen Diaspora, was politische Organisierung mitbekommen hat. Aber es könnte vielleicht auch auch einfach nur ein blinder Fleck sein. Man weiß es nie, ne? Also es kann auch immer was in Ungarn passieren, aber aktuell oder auch seit längerer Zeit scheint es mir in dem Fall tatsächlich so zu sein, dass der Druck innerhalb der Europäischen Union, das wird ja auch immer viel berichtet und so, aber dass das tatsächlich auch real so ist, dass dort in Ungarn dieser Druck von anderen EU-Ländern halt der relevanteste Part dessen ist, dass es nicht noch finsterer wird, weil die einfach, wenn die halt zu weit gehen, einfach mega Stress mit anderen Ländern bekommen. So. Ja, ist ja klar. Ich meine, es ist ja auch gerade eben diese Anti-EU-Haltung und dieser Versuch von diesem mittelosteuropäischen Machtblock, ich weiß gar nicht, wie heißt es nochmal, ich glaube, die Visegrad-Staaten. Mhm. Und natürlich auch die unklare Position, was Orban und Putin angeht. Ja, aber gut, ich würde sagen, dann lass uns jetzt zum nächsten Thema übergehen. Und zwar jetzt großer Themenwechsel. Bisher war es ja recht kohärent von den Themen, die zusammengepasst haben. Aber wir springen jetzt nach Sudan. Ein Land und eine Situation, mit der wir uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt haben. Wir haben ja ein Interview in Saint-Imier mit einem Genossen geführt,
Und da gibt es ja auch gerade eine, um das vorwegzunehmen, eine Solidaritätskampagne von der Plattform um zur Unterstützung der anarchistischen Bewegung im Sudan. Und die tatsächlich zu dem Zeitpunkt von diesen Protesten und von den Auseinandersetzungen für afrikanische Verhältnisse gar nicht so unbedeutend oder miniaturmäßig war, sondern schon speziell auch in der Studierendenschaft doch ein bisschen was auf die Kette bekommen hat. Ja, und jetzt wird die Situation im Sudan immer schlimmer und jetzt gucken wir mal, wie die aktuelle Entwicklung gerade ist. Der Krieg gegen die Ukraine oder Israels Kampf gegen die Terrororganisation Hamas im Nahen Osten, da geraten viele andere Konflikte in den Hintergrund, etwa der Bürgerkrieg im Sudan. Dort kämpfen auf der einen Seite das sudanesische Militär, auf der anderen Seite die sogenannten Rapid Support Forces, also paramilitärische Milizen gegeneinander. Das hat massive Auswirkungen. Tausende von Menschen sind schon getötet worden. 8 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung des Sudans. Es droht eine Hungerkatastrophe. Wir schauen an dieser Stelle auf diesen Konflikt. ARD-Reporter Ramin Sina war an der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan unterwegs in der Region Maban. Langsam rollt ein Lastwagen in den Südsudan. Ein Konvoi bringt hunderte Sudanesinnen und Sudanesen über die Grenze in das neue Land. Ihre Flucht hat Tage gedauert, manche waren Wochen unterwegs. Nun müssen sich die Geflüchteten in einem Auffanglager der Vereinten Nationen zurechtfinden. Sie versuchen, den Staub wegzuwaschen, aber die Angst loszuwerden ist für viele unmöglich. Iman Idris und ihre Schwester sind vor den Kämpfen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum geflohen. Sie hoffen, dass die Lage im Nachbarland stabiler ist und sie ihre Familie nachholen können. Ich habe 4 Kinder. Die jüngste habe ich bis vor kurzem noch gestillt. Ich musste sie zunächst zurücklassen, weil die Reise zu lang und beschwerlich ist. Nach der Ankunft bekommen die Geflüchteten etwas Essen und Trinken. Es gibt ein lokales Gericht aus Linsen. Die Schwestern haben seit Tagen kaum etwas gegessen. Doch auch die Möglichkeiten der Vereinten Nationen, ihnen im Camp zu helfen, sind sehr begrenzt. Wenn die Geflüchteten ankommen, sagen sie, gib mir... Das finde ich auch ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt, dass die Leute jetzt aus dem Sudan in den Südsudan flüchten müssen. Mhm. Also der Südsudan ist ja einer der ärmsten Staaten der Welt, der, soweit ich das zumindest auch weiß, also ich hatte das, als ich das jetzt mal nachgeschaut habe, gab es immer noch einen aktiven Bürgerkrieg da. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber das ist natürlich eine absolut desolate Lage, wenn die Leute jetzt in den Südsudan flüchten müssen. Also es scheint ja jetzt noch dann von internationalen Hilfswerken und von der UN da irgendwie möglich zu sein, so ein stabiles Geflüchtetenlager aufzubauen, aber das ist natürlich, also das zeigt ja auch, wie krass die Situation ist. Und ich finde es auch bezeichnend, dass erst jetzt darüber berichtet wird, mhm. weil diese, es war eigentlich schon Monate vorher bekannt, dass es zu Hungersnöten und eigentlich zu einer Hungerskatastrophe im Sudan gekommen war. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 4, 5 Monaten schon mal Berichte darüber gesehen habe und das zeigt ja auch einfach, wie es da auch gesagt wurde, mit der Ukraine, mit dem Israel-Gaza-Konflikt, dass sich so viele Leute einfach nicht dafür interessieren oder es auch einfach überhaupt nicht an die Öffentlichkeit kommt, was da gerade abläuft. Und ich glaube auch natürlich nochmal wegen der internen Auseinandersetzung und dem aktuell vergleichsweise geringen Interesse von ausländischen Mächten an diesem Konflikt, erfährt das auch einfach so wenig Aufmerksamkeit. Gib mir Reis, gib mir Weizen, aber das können wir ihnen nicht bieten. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren haben wir nur 50% der Portionen zur Verfügung. Das Warenlager der UN ist so leer wie selten zuvor. Wegen der Kriege in der Ukraine und Gaza hat die Spendenbereitschaft vieler Geberländer für die Menschen aus dem Sudan nachgelassen. Immerhin, südsudanesische... Das ist ja auch was, worüber wir immer mal wieder geredet haben, auch
speziell so im Kontext von Charity und Spendenkultur. Ja, die Hilfsgüter, die Unterstützung geht halt immer dahin, wo die Berichterstattung gerade drüber läuft, wo, auch wie du schon beschrieben hast, das internationale Interesse von halt den eigenen imperialistischen Sichtweisen halt auch drauf fällt oder wo halt drauf nicht. Und wenn halt das jetzt niemand interessiert, was da passiert, ja, dann verrecken die Leute da halt einfach, ne? So. Und es kriegt halt noch nicht mal jemand mit. Ja, oder halt, wie wir es auch da jetzt gerade gehört haben, es hat natürlich auch was mit dem Interesse der Staaten selber zu tun. Ob das Geld jetzt daran fließt, ob Hilfslieferungen dahin geschickt werden, was man sich selber auch von der Situation vor Ort verspricht. Natürlich gibt es auch so gesehen jetzt nicht direkt zweckgebundene Hilfe, aber man muss ja einfach auch immer Entwicklungshilfe, immer auch Notlagenhilfe als auch ein Instrument staatlichen Handelns und staatlicher Machtansprüche sehen. Weißt du, ob Sudan als sicheres Herkunftsland in Deutschland gilt? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Ja. Ich meine, Afghanistan ist doch, glaube ich, auch mittlerweile ein sicheres Herkunftsland. Ja, seitdem, glaube ich, die Taliban da regieren. Ja. Helfer bauen Zelte aus Holz, mitten in der Savanne. Wir treffen die Familie El-Haggs. Zu sechst sind sie vor dem Krieg im Sudan geflohen. Vater Mohammed erzählt, Kämpfer der RSF-Miliz hätten ihm das Bein gebrochen. Aus Rache, weil er für die andere Seite, für die Armee, als Bauleiter gearbeitet habe. Um 3.30 Uhr in der Früh sind sie zu mir nach Hause gekommen, haben mich verhört, ob ich noch für den Staat arbeiten würde. Dann haben sie mich geschlagen und misshandelt. Wie Mohammed berichten hunderte Sudanesen von Gräueltaten in der Heimat. Der Krieg zwischen Armee und Miliz im Sudan gefährdet auch die Sicherheit des Südsudan. Erst seit 2011 ist der Staat vom Sudan unabhängig. Nun fürchten viele Südsudanesen, der Konflikt im Nachbarland könnte übergreifen. Einige der Milizen haben enge Verbindungen in den Südsudan. Sie schmuggeln immer mehr Waffen ins Land. Für uns ist das eine große Gefahr. Ein Camp ohne Toiletten, ohne gute medizinische Betreuung. Iman Idris fällt es sehr schwer, ihre Kinder hierhin nachzuholen. Die Verzweiflung der 30-jährigen Sudanesin ist immens. Die Zukunft ihrer Familie und ihres Landes völlig ungewiss. Und wir vertiefen das mit James Elder. Ja, wir vertiefen das jetzt nicht mit James Elder. Ja, und Dudel, wie du schreibst, die RSF wurden gegründet, genau um Ordnung in Darfur herzustellen, um ja, dort im Endeffekt auch Kriegsverbrechen zu begehen. Ja, es lässt sich auch schwer dazu noch mehr zu sagen, als das, was wir bisher gesagt haben, gefühlt, weil es ist halt wieder mal so eine abgefuckte Situation, wo man halt eben auch als Revolutionäre dann halt sehr, sehr hoffnungslos davor steht, weil es gab halt diese Situation im Sudan, wo es halt diese Massenkämpfe gab, wo es halt möglich war, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken, wo es wirklich was von unten halt passiert ist und ja, das ist jetzt halt gescheitert und dementsprechend steht jetzt halt diesem Land und dieser Region einfach eine neue Epoche von einfach ja, einer totalen Zerstörung bevor. Ja, absolut. Aber ich glaube, gerade deswegen umso wichtiger, wir haben eine aktive sudanesische, sehr politische Diaspora in Deutschland, gerade in Berlin. Und du hast es schon angesprochen, es gibt gerade die Solidaritätskampagne. Aber auch hier vor Ort kann man einfach da viel tun. Hört da auch gerne nochmal in das Interview, was du schon angesprochen hast, was wir in Saint-Imier mit einem sudanesischen Genossen geführt haben, rein. Und ja, an der Stelle, ich glaube, bei sowas kann man auch fast sagen, schaut euch an, was auch die sudanesischen Communities angeben und schaut vielleicht auch da tatsächlich, ob es Möglichkeiten gibt, einfach auch finanziell was zu spenden, um eben die Lage zumindest abzufedern. Okay,
Damit verlassen wir den internationalen Kosmos und gehen über ins Geschehen in Deutschland, ins lokale Geschehen. Und dort werden wir uns wieder mal, weil es ja gerade das Thema Nummer eins auch in Deutschland ist, mit der AfD und mit ihrer Jugendorganisation beschäftigen. Weil, um das so einzuleiten, es gibt ja gerade im Kosmos dieser Kämpfe und Mobilisierung gegen die AfD eine Menge Dinge, die gegen die AfD passieren, auch über diese Demonstrationen hinaus. Und das finde ich halt sehr spannend, da nochmal drauf einzugehen, sich die verschiedenen Dinge, die gerade gegen die AfD passieren, anzugucken. Und das ist ja auch wirklich auf allen Ebenen, also von Repressionsbehörden, von jetzt halt so Gerichten, von Regierungen, von eben NGOs, von unten, von Parteien. Also alle nutzen auch gerade natürlich ein bisschen diese Situation aus unterschiedlichen Interessen, um der AfD und ihrer Jugendorganisation einen steilen Weg zu legen. Und jetzt gab es auch eine Bestätigung, gerichtliche Bestätigung, dass der Verfassungsschutz eben die JA als gesichert rechtsextrem einstufen darf. Und wenn wir mal reinnehmen kurz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die Jugendorganisation der AfD als gesichert extremistische Bestrebung einstufen. Einen entsprechenden Beschluss vom 5. Februar hat das Verwaltungsgericht Köln am Dienstag veröffentlicht. Dieser ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die AfD und ihre Jugendorganisation Junge Alternative können Beschwerde am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht dagegen einlegen. Bislang hatte der Verfassungsschutz die Junge Alternative als Verdachtsfall eingestuft. Eine Klage gegen diese Entscheidung war vom Verwaltungsgericht Köln. Es ist immer gut, diese Fotos von denen, wenn die sich so lustig über Linke machen und dann diese Momentaufnahmen, wo die halt selber dann aussehen wie die größten Trottel, ne? Zurückgewiesen worden. In der nächsten Instanz beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht Mitte März mit dieser Frage. Im April 2023 hatte der Verfassungsschutz mitgeteilt, dass sich durch die Verdachtsfallbeobachtung Hinweise ergeben hätten, dass sich bei der AfD-Jugendorganisation Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verdichtet hätten. Daher werde die Junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und behandelt. Dagegen hatten die AfD und ihre Nachwuchsorganisation im Juni 2023 Klage eingelegt und sich per Eilantrag gegen die Einstufung gewehrt. Den Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Köln abgelehnt. Ja, das war jetzt mal zur Zusammenfassung. Ich fand die Tonlage am Ende echt geil. ich meine, man muss ja auch so ein bisschen sagen, wenn man sich inhaltlich jetzt, also von allem, was ich jetzt überblicken konnte von JA, ich meine, bei IB habe ich deutlich mehr drin gesteckt, weil ich auch deren Medien viel intensiver konsumiert habe. Aber von dem, was ich jetzt bislang mitbekommen habe, würde ich halt sagen, wenn man die IB als gesichert rechtsextrem einstuft, dann macht es auch eigentlich Sinn, dass jetzt die JA als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Die ganzen IBler sind ja auch in die JA gegangen, ja, und führen dort ihre Arbeit vor. Das ist am Ende des Tages ja keine andere Entwicklung gewesen als mit den ganzen Kameradschaftsgeschichten, die sich dann aufgelöst haben, um Repressionen zu entgehen und in die Parteien gegangen, also dann Parteien gegründet haben mit die Rechte oder auch Dritte Weg und so. Und das ist ja nichts anderes. Letztendlich sind die ganzen IB-Leute ja auch einem Verbot und einer größeren Verfolgung unter anderem darüber entgangen, dass sie dann einfach in die AfD und in die JA gegangen sind. Und ja, also was es jetzt konkret bedeutet, dass jetzt der Verfassungsschutz die JA als entsprechend einordnet, ist einerseits erstmal eine gesellschaftliche Delegitimierung. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, zum Beispiel die FAU ist ja auch im Verfassungsschutzbericht und wird dort eben entsprechend aufgeführt. Und da wurde auch dann überlegt, ob man dann dagegen vorgeht, weil es passiert halt tatsächlich einfach immer mal wieder, dass die FAU irgendwo eine Veranstaltung machen möchte, da irgendwo anfragt, irgendein lokales Syndikat und dann, also was jetzt kein linker Ort ist oder so, und dann gucken die Leute halt im Internet, gehen mal vor Uhr ein und sehen, die werden im Verfassungsschutz beobachtet. Nee, sowas wollen wir hier nicht haben. Also das ist einmal so, ne, diese gesellschaftliche Delegitimierung, was ja generell eine Strategie ist, die so, ja, eigentlich so eine Primärstrategie auch gegen die AfD und ihre Organisation ist, sie halt weiter in die Schmuddelecke sozusagen zu stellen und gesellschaftlich auszuschließen. Ja, und dann
gibt es halt dem Verfassungsschutz konkrete Mittel an die Hand. Also man kann halt dann so eine Struktur besser überwachen. Also auch rechtlich gesehen kann das halt eben dazu führen, dass dann halt mehr Ressourcen für sowas gegeben werden, um sowas zu bewachen und auch dagegen vorzugehen, Hausdurchsuchungen zu machen, wie auch immer. Ja, und ich glaube, darüber hinaus kann es auch direkte Auswirkungen beispielsweise beim Arbeitgeber haben oder bei anderen Stellen, wo dann eben, wenn nachgewiesen werden kann, die und die Person ist jetzt in der JA oder es wurde ja selbst ganze AfD-Verbände, wurde ja überlegt, die als oder wurde geguckt, ob man die jetzt als rechtsextrem einstufen kann. Mhm. Das hat natürlich immense Auswirkungen dann, gerade bei manchen Berufen jetzt im öffentlichen Dienst oder so, wo Leuten dann sehr, sehr große Steine in den Weg gelegt werden können, diesen Beruf dann auszuführen. Und ja, es ist einfach im Großen und Ganzen, und so würde ich das jetzt auch sehen, einfach ein Teil von diesem geeinten Kampf und auch diesem geeinten Vorgehen gegen die AfD. Ich finde, wir gehen jetzt nochmal die anderen Nachrichten durch, die es gerade sonst noch so gibt. Das ist ja alles in einer kurzen Zeitreihenfolge. Zum Beispiel, das habt ihr sicher auch mitbekommen, wird hier versucht, dass in Deutschland nicht nochmal passiert, dass ein Österreicher hier die Verhältnisse ins Faschistische umlenkt. Und deswegen wird ja jetzt versucht halt die ganze Zeit gegen Sellner ein Einreiseverbot zu erwirken, was glaube ich nicht so ganz einfach ist, weil es da ja um eine, die Reisefreiheit innerhalb der EU geht. Oder was wir halt hier auch haben, ist, dass der größte Händler für Zeitungen, also der größte Vertrieb für Zeitungen, eben Compact Magazin rausgenommen hat. Das so, dass man halt das auch an vielen Bahnhofskiosken jetzt nicht mehr findet, in vielen Buchläden. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch eine Situation, wo dann halt bei Potsalat war ja einer, der an diesem Geheimtreffen einen so einen Bonzer, der teilgenommen hat, der ist auch rausgeflogen aus diesem Unternehmen jetzt. Und da hatte ich auch eine Mail bekommen, dass Potsalat jetzt schon immer gegen Rechtsextremismus irgendwie eingetreten ist und dass man das jetzt noch vertieft und so. Schmeckt der Salat doppelt besser. Und dann gibt es auch noch diese Nachricht, um das noch zu vollenden, und dann können wir das nochmal so bewerten und darüber sprechen, was das jetzt bedeutet. Das Leitungsteam der Berlinale hat 5 eingeladene AfD-Politiker von der Eröffnungsgala der internationalen Filmfestspiele wieder ausgeladen. Die Politiker seien bei der Veranstaltung nicht willkommen, erklärten Mariette Rissenbeek und Carlo Schatrian. Dass neben Vertretern anderer Parteien auch Politiker der AfD eingeladen worden waren, hatte für heftige Kritik gesorgt. Die Berlinale Leitung erklärte nun, die AfD und etliche ihrer Mitglieder vertreten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprechen. Ein Bericht über ein Geheimtreffen unter anderem von AfD... Ja, das ist jetzt wieder nur das, was wir alle schon kennen. Aber ich denke... Man sieht halt wirklich das, was ich am Anfang meinte, es wird auf so vielen Ebenen gegen die AfD vorgegangen, und ja, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es jetzt überdeutlich, dass wirklich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, wird den Rechtsruck und die Bemühungen der AfD auf jeden Fall erstmal um Jahre zurückwerfen, weil das sind halt schon ziemlich heftige Einschnitte, die teilweise dort passieren. Also auch zum Beispiel für so ein Compact-Magazin verlieren die halt einfach so, die müssen halt so einen krassen Auflagenverlust hinnehmen. Oder jetzt halt wie mit der JA beschrieben. Und das ist auf der einen Seite natürlich erstmal gut, weil es halt uns halt auch für unseren Aufbau mehr Luft verschafft, erstmal, da dieser Rechtsruck halt ein bisschen verlangsamt ist oder eben vor allen Dingen nicht vielleicht der Rechtsruck, aber die Strukturen, die dort aufgebaut wurden und die Vernetzung, die auch betrieben wurde, allein darüber, dass dieses Geheimtreffen aufgedeckt wurde in reiche Kreise und so weiter, dass das alles so ein bisschen zersprengt wird und so, das ist an und für sich natürlich eine gute Sache. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass diese Situation ist der AfD sehr gut erlaubt, sich in ein Narrativ zu stellen von, ja, gerade auch sowas mit der Berlinale oder so,
ja, guck mal, wir dürfen da jetzt halt als gewählte Politiker halt nicht auftreten und die anderen Parteien dürfen halt schon. Das macht sie natürlich auch einfach, sich darzustellen. Ja, also ich finde vielleicht dazu noch ergänzend bei dieser ganzen Frage von gerade diesen staatlichen Maßnahmen, also ich jetzt bei der Berlinale, das ist natürlich auch noch krass bei jetzt so Einzelunternehmen wie den Buchhandlungen an Bahnhöfen oder jetzt der größten Kette, das sind natürlich auch dann einfach eher so Marktwirtschaft, also natürlich sind da auch immer Idealisten bei, aber im ersten Sinne sind das natürlich auch marktwirtschaftliche Überlegungen, dass man sicherlich sagt, das kommt gerade in der aktuellen Situation echt nicht gut, wenn rauskommt, warte mal, Buchhandlung XY vertreibt noch das rechtsradikale Verschwörungsmagazin Kompakt, was der AfD ziemlich, also was heißt ziemlich nahesteht, tatsächlich gibt es sogar in der AfD Leute, die sagen, besser nicht in Kompakt reingehen, weil das irgendwie zu radikal ist. Sollte vielleicht auch was über dieses Magazin sagen. Aber gerade bei diesen staatlichen Maßnahmen, ich meine, das kann man ja jetzt auch nochmal, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, dass wir bald eine Folge zur AfD veröffentlichen werden, ja, wo ich ja auch gerade wirklich sehr, sehr, sehr viel AfD-Materialien lese, Eigenveröffentlichung. Und ich glaube, man darf sich da keine Illusion machen, dass die Repression und auch die öffentliche Cancel Culture nach einer richtigen AfD-Regierung gegen links richtig krass wäre und dass diese Leute auch nicht vor den Sachen, die jetzt hier gegen sie angewandt werden, zurückschrecken werden, um Linksliberalismus, aber vor allem Linksradikalismus zu bekämpfen. Trotz alledem finde ich das, wie es auch schon einmal im Chat angesprochen wurde, muss man immer wieder eigentlich sagen, die ganzen Sachen, die jetzt passieren und gerade auch mit, finde ich nochmal in dieser besonderen Situation, mit auch der konservativen Stimmung, die es auch von anderen Parteien gerade gibt, dass es auch in den Parteien einen gewissen Rechtsruck in vielen anderen Fragen gibt, dass die CDU sich in vielen Fragen auch wieder viel stärker zu ihren konservativen Wurzeln zurückgefunden hat und auch viel, viel mehr gegen grüne Ideologie wettert, dass wir mit den Freien Wählern große Wahlerfolge haben, die sich ja auch irgendwo noch als gegenüber der AfD abgrenzen und mehr Richtung CDU, CSU tendieren. Da muss man sich echt fragen, wenn gerade in diesem ganzen linksliberalen Hurra-Patriotismus, was jetzt dieses antifaschistische Vorgehen angeht, da muss man echt überlegen, in was für einer Bundesrepublik man dann aufwacht, wenn jetzt alles einfach nur abgewunken wird, was im Zuge gegen die AfD passiert. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, wenn es mit dem Aufstieg der AfD weitergeht, dass auch bei den anderen Parteien viele Machtmittel noch lockerer sitzen werden. Und da habe ich tatsächlich ziemlich starke Bauchschmerzen vor, gerade auch was diese öffentliche Stimmung darum angeht. Ja, und ich halte das wirklich für unfassbar wichtig, dass wir als radikale Linke dass wir da eine Distanz zu wahren und eigene Strategien und Wege gegen die AfD finden. Das haben wir jetzt auch schon so häufig gesagt in diesen Kontexten, aber das ist einfach so zentral, weil wenn wir einfach nur da an der Seite die ganze Zeit stehen und bei jeder dieser Meldungen einfach nur Hurra schreien und sagen, ja super, jetzt wird sich das Problem halt irgendwie erledigen, dann gibt es eigentlich nur eine Fortsetzung von diesem Weg, der sich ja eh schon entwickelt hat über die Corona-Pandemie und über jetzt die ganze Geschichte mit dem Krieg in der Ukraine, dass halt viele Teile der Linken, auch der radikalen Linken, ja, das ist ja immer die Kritik von so einer auch verschwörungstheoretischen Rechten, dass hier irgendwie die radikale Linke so Parteisoldaten dieser Regierung seien, aber es gibt halt so Elemente davon, die halt dann tatsächlich, also das hat so eine Teilwahrheit, die dann halt stimmen, weil da einfach einfach diese ganzen Sachen dann sowohl bei der Corona-Pandemie als jetzt auch mit der Ukraine als jetzt auch mit der AfD so auch von radikalen Kreisen dann teilweise begrüßt werden und unterstützt werden. Und da brauchen wir, wie wir das immer so schön sagen, halt einen dritten Weg, wo wir uns unabhängig machen, kritisch bleiben, selbst wenn es gegen die AfD geht, kritisch bleiben, auch wenn wir das, wie ich das jetzt ja auch gerade meinte, das auch natürlich positive Effekte auch hat
in Teilen, aber man darf halt wirklich nicht vergessen, wo wir stehen, was unser Klassenstandpunkt ist und vor allen Dingen auch, dass es immer noch darum gehen muss, die Leute an der Basis von der AfD zu erreichen. So, das sind halt Millionen von Menschen aus unserer Klasse. Wir dürfen diese Leute nicht einfach ins Abseits stellen und sagen, hier, das sind alles Nazis und so weiter. Die Funktionäre, die Akteure, die wirklich hinter diesem ganzen Rechtsruck stehen, die wirklich diese Parteistrukturen und all das aufrechterhalten, die müssen wir mit allen Mitteln natürlich entgegentreten. Aber die einfachen Leute, die einfachen Wählerschaft, mit denen müssen wir doch im Diskurs bleiben, müssen wir doch eine Auseinandersetzung führen und müssen sie überzeugen davon, dass das der falsche Weg ist und dass es eben nur anders geht und halt mit dem Klassenkampf halt funktionieren kann, dass wir unsere Situation verbessern und dass eben nicht die Ausländer schuld sind und was weiß ich. Absolut. Dann lass uns weitergehen, weil AfD werden wir auch noch in größerer Tiefe in einer Folge besprechen. Ja, vielleicht auch nochmal auf den, also auf, dass wir nicht auf alles auf den Chat jetzt eingehen können, das ist immer bei dem Format halt nicht der beste Zeitpunkt, um auch alle Fragen zu beantworten, zum Beispiel auch von dir, Cray, jetzt wie, wo die Radikale Linke mit der Öffentlichkeit in der Medienlandschaft bleibt, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und da, hier. Hier ist die Medienlandschaft. 30 Zuschauer. Ja, aber da können wir dann immer natürlich auch solche Fragen können wir auch immer gut in einem Mittwochs-Livestream nochmal thematisieren, wenn es jetzt ein bisschen abseits davon geht. Und was das nächste Thema ist, um jetzt nochmal weg von der AfD zu kommen, ist liebgewonnene Freunde von uns, über die wir auch schon so häufig geredet haben, haben jetzt etwas getan, was dann vielleicht, dann hoffentlich auch nochmal ein paar radikale Linke von diesen Leuten verschrecken wird. Ich lasse sie einfach mal selber reden. Okay, warte mal. Habe ich das richtig verstanden? Die letzte Generation will ins EU-Parlament? Nein, wir sind nicht vernünftig geworden und gehen jetzt endlich den richtigen Weg. Nein, wir wollen den Widerstand ins Parlament bringen. Und wir wollen endlich den jungen Menschen da draußen eine Möglichkeit geben, ein Kreuz dazusetzen, wo sie wirklich dran glauben. Nämlich an den Widerstand, an die Menschen, die da mal endlich richtig aufmischen. Dafür brauchen wir aber dich. Wir müssen 4.000 Unterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und dafür suchen wir jetzt eine Woche lang 100 Menschen, die sagen, ich bin bereit, mit euch diese Unterschriften zu sammeln. Und wir brauchen 50.000 Euro Anschubfinanzierung, damit auch die Bewegung wirklich dahinter steht und dieses Projekt starten will. Dieses neue Protest- und Widerstandsprojekt. Ich bin ganz schön motiviert. Ich freue mich, wenn ihr es auch seid. Alles, was ihr müssen ist, findet ihr. Ja, fand ich so, ja, das ist ein sehr unangenehmes Video irgendwie, aber auch ansonsten, vielleicht ist das jetzt final der Punkt, dass halt die letzte Generation bei den EU-Wahlen antreten möchte, vielleicht ist das jetzt endlich final der Punkt, wo halt zumindest größere Teile von radikalen Linken halt da mal aufwachen, was das Thema angeht und halt einfach sagen, so mit den Leuten wollen wir halt nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nicht, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, da habe ich mein Pulver jetzt auch verschossen. Ich kann ja gerne nochmal in die Folge zur letzten Generation Diskussion, letzten Generation reinhören. Ja. Das passt halt einfach. Es ist halt einfach nur eine Bestätigung von dem, was wir halt seit Sekunde 1 von diesen Leuten halt sagen. Es gab so viele Leute, die mir halt einreden wollten, wie radikal dann halt auch die inhaltlich sein und was weiß ich. Das ist die einzige Konsequenz. Die einzige Konsequenz, wo diese Leute landen können, ist im Scheißparlament. So, nur da. Entweder als eigene krude Partei oder halt bei den Grünen. Wo sollen die denn sonst landen? Die haben halt nie irgendwelche radikalen Inhalte gehabt. Bis auf, dass man jetzt gesagt hat, ja, wir wollen halt, was die Klimafrage angeht, einfach alles jetzt komplett stillstehen, was halt irgendwie Industrie und Energie ist oder so. Aber sonst haben die nie irgendeine radikale Positionierung gehabt. Bis auf, dass da mal 1, 2, 3 Leute, verwirrte Leute, die halt aus der anarchistischen Bewegung kamen oder aus radikalen linken Strukturen, da halt irgendwas drin gesehen haben und dann dahin abgewichen sind und darin dann halt verloren gegangen sind. Aber ansonsten war das schon immer eine durch und durch liberalisierte, auf parlamentarische Politik
fokussierte, loste Generation. Wie aber ganz ehrlich, die haben das halt auch nie von sich behauptet. Das finde ich halt auch so eine falsche Kritik. Was wurde denn hier angedichtet? Ja, aber das liegt ja daran, dass Linke das halt einfach gefeiert haben, weil es wieder A, gegen die Bevölkerung ging, vor allem gegen eben die Autofahrer-Ideologie in Deutschland und gegen diese ganzen reaktionären Wutbürger. Und dann hat man halt gesagt, ja, ist ja gut, das provoziert ja immerhin, das findet man ja gut. Das ist ja auch irgendwie das eigene Selbstbild. Also ich finde, diese elendigen Teile der radikalen Linken haben super halt mit diesen anderen Elendsgestalten halt zusammengepasst. Und ich finde, damit wird jetzt auch noch ein Schuh raus, dass sie dann die Partei wählen. Kein Scheiß, ne? Ich habe ja sogar für einen ganz kurzen Moment auch mir gedacht, ach, ist ja ganz nett, dass sie jetzt mit den Straßenblockaden aufhören, als sie das gesagt haben. Aber als nächster Punkt. Aber ich dachte mir auch schon so, weißt du was, das ist mir jetzt auch scheißegal. Das ist genauso wie die radikalen Linken, die nach jeder Krise gesagt haben, ja Mensch, hätten wir ja doch nicht einfach nur die ganzen Leute als Verschwörungsidioten und Nazis und was auch immer bezeichnen sollen, hätten wir ja doch vielleicht auch eine eigene Antwort machen müssen in so einer Broschüre, die dann irgendwie 7 Monate nach dem Ende der Krise rauskommt. Aber ja, nee, weißt du, ich reg mich nur wieder auf. Lass uns zu einem anderen Punkt weitergehen, bitte. Genug Rage Talks. Ich kann auch dieses Lächeln dazu nicht sehen im Hintergrund. Genug Rage Talks über die letzte Generation. Ja, machen wir noch ein bisschen Positives hier. Genau, kommen wir zu den positiven Nachrichten unserer Bewegung und den interessanten, schönen Entwicklungen, die es gibt und auch vielleicht coolen Projekten. Haben wir wieder 3 Sachen rausgesucht. Einmal gibt es jetzt auch Öffentlichkeitskanäle von der neuen Freien ArbeiterInnen-Union-Sektion Tübingen-Reutlingen. Dort gibt es also auch einen Aufbau, den ihr unterstützen solltet, speziell wenn ihr aus der Region kommt. Schließt euch an, natürlich auch wie immer auf Instagram und so weiter liken. Wenn ihr da mehr Strukturen haben wollt, auch aus eurer Region, guckt immer auf anarchismus.de vorbei. Dort gibt es eine wunderbare Strukturen-Seite, wo ihr einen tollen Überblick über den deutschsprachigen Raum bekommt, von allen Strukturen, die sich so im sozialen Anarchismus zuordnen, auch ein bisschen, so ein bisschen Musik und Zentren, Organisationen, also ein bisschen gemixt auch von dem, was es halt so gibt. Und ist ja auch ganz okay abgedeckt, gibt natürlich ein paar größere Flecken, aber man findet halt grob in fast jeder Region etwas zumindest. Ich glaube jetzt da oben, dieser blinde Fleck da in Südmecklenburg, da wohnt jetzt auch nicht ganz. Ja, das ist tatsächlich, kleiner Funfact, die dunkelste Region Deutschlands, was den Nachthimmel, den Nachthimmel angeht, sodass man, ist falsch formuliert, weil man kann am Sternenhimmel am meisten sehen. Mhm. Ist sehr schön. Kann ich nur empfehlen. So viel dazu. Wenn ihr da irgendwelche Ergänzungen habt oder so, schreibt auch immer gerne da dem Kollektiv, dass das dann aktualisiert wird. Noch eine Kleinigkeit, die ich spannend finde, und zwar in Köln gab es eine Protestaktion gegen das iranische Regime, gegen die Exekutionen von diesem, und das wollte ich einfach mal mit reinnehmen, weil es halt in Köln eben so eine iranisch-anarchistische Community gibt, wo es dann halt auch einige Demonstrationsteilnahmen von dieser gab bei der iranischen Community, und das ist ja etwas sehr Ungewöhnliches, sage ich mal, dass wir in Deutschland von dann Community Demonstrationen, egal welcher jetzt, wir einen explizit anarchistischen Ableger haben. Und das fand ich halt nochmal eine coole Sache, und um das zu erwähnen, dass es speziell in der iranischen Community eben einige anarchistische Aktivistinnen gibt, die dort agieren, und in Köln speziell gibt es das häufiger mal. Das wollte ich mal hervorheben als News, weil ich das eine tolle Sache finde. Ja, schöne Sache, gerade da, wie du gesagt hast, dass vor allem, wenn überhaupt, von marxistisch-leninistischer oder maoistischer Seite passiert.
Und als letztes noch eine ja, halb internationale Nachricht. wenn wieder die sind Niederländer deutsche Diskussion ausgepackt. Und zwar gibt es jetzt auch in den Niederlanden eine spezifistisch-platformistische Organisation, die sich gebildet hat aus einem, ja, die sich so umgeformt hat. Vorher war das so ein allgemein offenes anarchistisches Forum, das hat sich jetzt so ein bisschen umdefiniert und klarer festgelegt auf halt einen konsistenten Aufbau von spezifisch anarchistischer Organisation. Das sind halt schöne Nachrichten und generell kann man auch sagen, dass so der Aufbau vom Anarchismus in den Niederlanden halt ganz gut vorangeht, also auch der Freie Bond als größte anarchistische Organisation in unserem Nachbarland. Verzeichnet wohl sehr, sehr gute Mitgliedergewinne und einen Ausbau von den Strukturen und ich hoffe mal, dass auch das, und ich denke auch mal, dass dann das auch ermöglicht wird dadurch. Also die Bewegung ist jetzt halt am Wachsen und kann sich dadurch auch ein bisschen ausdifferenzieren. Ähnliches haben wir auch in Deutschland erlebt, wo dann halt irgendwann auch die Bewegung gewachsen war mit der Freien mit der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und der FAU und dann halt irgendwann sich die Bewegung auch ein bisschen mehr Klarheit verschafft hat und dann sich so Organisationen wie jetzt Perspektive Selbstverwaltung, die Plattform und anderes halt eben gebildet hat und ähnliches, denke ich, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen in Niederlanden sehen, dass dort einfach ein Aufbau vonstatten geht, der dann auch dazu führt, dass das Ganze Konsistenz erreicht. Ja, und wir können ja auch sagen, von dem, was wir selber in Saint-Emilion mitbekommen haben, ja, von den niederländischen Genossen, dass da wirklich auch inhaltlich wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung vonstatten gegangen ist. Mhm. Und auch die Leute, die wir kennengelernt haben, Grüße gehen auf jeden Fall raus, wirklich auch sehr stabile Leute waren, die mit viel Überzeugung und mit vielen coolen Ideen dabei waren. Mhm. Ja, das ist auch immer schön, finde ich, wenn wir auch aus unseren Nachbarländern sehen, dass der Aufbau vorangeht und man natürlich da nicht alleine ist. Und haben wir, glaube ich, auch sogar ein Interview zu. Haben wir auch gemacht, ein Interview in den Niederlanden. Da könnt ihr auch gerne nochmal, wenn euch das mehr interessiert über die anarchistische Bewegung in den Niederlanden, noch einmal reinhören und reinschauen. Ja, und in dem Sinne schließen wir mit diesen spannenden guten Nachrichten nochmal kurz mit unserer jetzt aktivierten Webcam wieder ja, unser Nachrichtenformat für heute ab. War eine coole Runde heute wieder. Schön auch, dass wir jetzt so kontinuierlich 30 Leute zumindest hier waren im Stream, ist ja eine gute Sache. Ja, fand ich dann auch, wo wir es gesagt haben, doch noch sehr wichtige und spannende Nachrichten. Yo! Lieben Dank, Quay, ja, für deine mega geil 1000. Oder so. Ja, also ich persönlich fand es eigentlich ziemlich juicy. Ich glaube, das glaube ich noch nie gelaufen ist. Ich glaube, das war das Juicy. Könnt ihr noch mal kurz reinschreiben, ob es mit dem Ton diesmal gut funktioniert hat. Ich glaube schon, dass das mittlerweile funktioniert. Ja, das ist ja immer so ein bisschen am Struggeln. Oh, nice, sehr schön. Das ist auch super. Das ist auch super, Cray, weil jetzt können wir in den normalen Streams, wird auch dein Name angezeigt und steht jetzt nicht mehr einfach bei Bits, steht nicht einfach nur noch keine Daten verfügbar. Okay, noch einmal singen, dann zum Abschluss. Genau, zum Abschluss. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal schönen Abend und schön, dass ihr da wart und Glück auf. Glück auf. Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Und damit eine schöne Woche für euch. Auf bald. Glück auf.